Die Wüste Namib, eine der trockensten Regionen der Erde. Die Dünen, die die Landschaft bestimmen, sind die höchsten der Welt. Der Wind hat sie aufgehäuft und formt sie jeden Tag neu. Ein lebensfeindlicher Ort. Dennoch schaffen es einige Tiere, mit den widrigen Bedingungen zurechtzukommen. Doch sie mussten sich anpassen, um zu überleben. Ich suche nach den größten Anpassungsleistungen im Tierreich. Manche sind einfach unfassbar, einige richtig genial. Ich werde an meine Grenzen gehen, um sie ihnen zeigen zu können. Und eines ist sicher, oft genug gehe ich dabei über meine Grenzen hinaus. Sich in diesem Terrain zu bewegen, ist nahezu unmöglich. Schon ein kurzer Fußmarsch bringt einen außer Atem. In Namibia auf eine Düne zu steigen, ist echte Arbeit. Bei jedem Schritt vorwärts rutscht man zwei zurück. Doch ein Tier kommt spielend leicht auf diese Dünen, die Seitenwinder-Klapperschlange. Perfekt getarnt schlängelt sich die Seitenwinder-Klapperschlange über den Wüstensand. Mit maximal 70 cm Länge gehört sie eher zu den kleineren Klapperschlangenarten. Doch ihre Fortbewegung ist einzigartig. Das seitliche Schlängeln sieht auf den ersten Blick ziemlich seltsam aus, doch sie kommt damit schnell voran. Wenn die obersten Sandschichten in der Mittagshitze für die Schlange zu heiß werden, gräbt sie sich kurzerhand ein. Dort unten ist es kühler. Die seitlichen Bewegungen haben einen angenehmen Nebeneffekt für die Klapperschlange. Der Großteil ihrer Haut kommt dabei nicht mit dem heißen Sand in Kontakt. Nur kleine Abschnitte liegen beim Schlängeln jeweils auf. Das verhindert, dass der Körper zu sehr aufgeheizt wird. Mit der S-förmigen Bewegung kommt sie selbst in lockerem Sand erstaunlich schnell voran. Doch nicht nur die Klapperschlange kommt schnell die Düne hinunter. Auch Menschen können das. Mit so einem Sandboard. Tut echt weh. Das gibt's doch nicht. Mann, ging das schnell. Mit einigen blauen Flecken mache ich mich auf den Weg zur nächsten Tierart, die sich perfekt an diese unwirtliche Umgebung angepasst hat. Ich bin auf der Suche nach Wüstenelefanten. Doch sie in der riesigen Wüste zu finden, ist alles andere als leicht. Petrus, unser Fährtenleser, hat Spuren von drei Elefanten entdeckt. Sie sind nicht weit entfernt, meint er. Und tatsächlich haben wir sie kurze Zeit später gefunden. Das sind die drei Elefanten, deren Spuren wir gefolgt sind. Sie fressen gerade von der Akazie und von den kleinen Büschen. Das sind Mopani-Büsche, eine wichtige Feuchtigkeitsquelle für die Dikeuter. Während der Suche nach Wasserlöchern fressen sie davon. Auch die Einheimischen essen es. Warum sollte ich es nicht auch mal probieren? Gar nicht übel. Schmeckt nach Badeöl. Ist gut. Mit dem Wasser aus den Mopani-Blättern können die Elefanten weite Strecken zurücklegen, ohne zu trinken. Diese Elefanten zeigen im Vergleich zu ihren Artgenossen ein auffälliges Verhalten. Sie zerstören die Pflanzen, von denen sie fressen, nicht. Sie lassen immer einen Rest stehen. So sorgen sie für den Erhalt ihrer eigenen Nahrungsgrundlage. Wir sind eindeutig etwas zu nahe dran. Wir sollten weg. Ja, eindeutig. Wir ziehen uns zurück und fahren zu dem Wasserloch, an dem die Elefanten jeden Tag nur einmal trinken, wenn überhaupt. Verschwinden wir.
Wir dringen weiter in die Wüste vor und suchen andere, besser gelaunte Elefanten. Bei 45 Grad Mittagshitze wird es selbst den Dickhäutern zu heiß und sie gehen in den Schatten. Dort finden wir auch unseren nächsten Wüstenspezialisten. Wer hier seine Heimat hat, ist gut angepasst. Doch hier zu überleben ist für niemanden ein Kinderspiel. Und wer das Spiel verliert, zahlt einen hohen Preis dafür. Die Wüstenelefanten legen im Vergleich zu ihren Verwandten in Zentralafrika enorme Strecken zurück. Ihr Revier kann bis zu 2000 Quadratkilometer groß sein. Oft genug müssen sie 70 Kilometer zurücklegen, um zu einem Wasserloch zu kommen. Und ein Teil des Weges könnte sie mitten durch unser Auto führen. Ich dachte, er bleibt im Schatten stehen. Macht er aber nicht. Also ab zum Wagen. Man hält lieber einen Sicherheitsabstand ein. Leider stehen wir ihm im Weg. Eine weitere Anpassung der Wüstenelefanten an ihren Lebensraum sind die im Vergleich zu anderen Elefanten sehr breiten Fußsohlen. Sie verhindern, dass sie tief in den weichen Sand einsinken. Das Überleben in der Wüste hängt davon ab, ausreichend Wasser zu finden. In der ausgetrockneten Landschaft ist Oberflächenwasser eine Seltenheit. Doch die Wüstenelefanten wissen genau, wo sie suchen müssen. Wir glauben, dass hier bald zwei Elefanten auftauchen. Wir haben sie bis in das Tal hinein verfolgt, wo sie sich durch die Büsche gearbeitet haben. Mit ein wenig Glück sind sie in einer Minute hier. So viel zum Timing. Eine der erstaunlichsten Anpassungen der Elefanten an die Trockenheit ist folgende. Wenn sie das kühle Nass endlich gefunden haben, können sie trinken und trinken und trinken. Nach einem ganzen Tag in dieser Gluthitze kann ich verstehen, wie wichtig es ist, seinen Wasservorrat wieder aufzufüllen. Doch die Menge, die ich trinken kann, ist nichts gegen das, was die Elefanten in sich hineinschütten. Mitten in der Wüste Namibias brauchen Sie und ich etwa 3 Liter Wasser am Tag, um zu überleben. Das ist so viel. Vergleichen Sie das mal mit dem hier. In diesem Sack sind 230 Liter Wasser, die Menge, die ein Elefant trinken kann, jeden Tag. Ich lasse die Elefanten am Wasserloch zurück und fahre zurück in die Dünen. Um der unbarmherzigen Sonne tagsüber zu entgehen, graben sich die kleineren Tiere einfach in den Sand ein. Um sie zu finden, muss ich also abwarten, bis die Sonne untergegangen ist und es kühler wird. In einigen Nächten ziehen Nebelschwaden vom Meer kommend über die Dünen Namibias. Und unser nächstes Tier, der Nebeltrinkerkäfer, nutzt dieses Phänomen als Wasserquelle. Die kleinen Käfer steigen auf eine Düne und stellen sich mit ihrem Rücken dem Nebel entgegen. Das Wasser kondensiert an ihrem Rückenpanzer und läuft hinab zu ihrem Mund. Ich versuche jetzt dasselbe zu tun mit diesem verrückten Gerät. Fehlt nur noch eine passende Düne. Mit meinem eigenen speziellen Rückenpanzer klettere ich eine Düne hinauf und hoffe, dass auch bei mir der Nebel kondensiert. Ich muss nur meinen Panzer in die Luft strecken und lange genug abwarten, bis ich meinen ersten Schluck Nebelwasser trinken kann. So die Theorie. In der Namib gibt es mehr Nebel als in allen anderen Wüsten der Erde. Vom Atlantik kommend strömt die kühle, feuchte Luft in der Nacht und am frühen Morgen über die Dünen. Und obwohl man sich in einem der trockensten Gebiete des Planeten aufhält, gibt es genug zu trinken, wenn man weiß, wie man drankommt. Die Käfer stehen oft stundenlang still, um so viel Wasser wie möglich einzusammeln. Und auch ich versuche, möglichst lange durchzuhalten. So lange, bis meine Arme und Beine den Dienst verweigern. Das sieht schon ganz gut aus. Die Frage ist nur, wie viel Wasser ist das jetzt? Da, es tropft richtig rein. Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden und stundenlang auf der Düne gestanden. Und das ist alles, was ich einsammeln konnte. Lächerlich. Und wie steht es mit Essen? Unser nächstes Tier schafft es mit Leichtigkeit, in dieser öden Wüste etwas zu fressen aufzustöbern. Und später zeige ich Ihnen die ultimative Anpassung an die Namib. Aber bis dahin, Prost! Wie kann ein Tier hier etwas zu fressen finden?
in dieser riesigen, trostlosen Wüste. Doch wenn man weiß, wo man suchen muss, findet man genug Nahrung. Das ist ein Wüstenchamäleon. Ich wollte Ihnen gerade sagen, dass es ein absolut tödliches Raubtier ist. In Sekundenbruchteilen kann es seine Zunge ausrollen und seine Beute fangen, zum Beispiel Käfer wie diesen hier. Chamäleons haben ein Blickfeld von 360 Grad. Sie können beide Augen unabhängig voneinander bewegen. Doch wenn sie eine Beute entdeckt haben, müssen sie sie mit beiden Augen fixieren.